So, und hier kommt die Auflösung zu unserem Corona-Schnelltest. Natürlich war das kein echter Alkohol. Wie ihr seht, ausgespülte leere Flaschen und ich befülle die jetzt einmal mit Traubensaft.
wir gehen jetzt einfach los, ja? Yes. Kurzer Prozess, wir machen heute, ich sage es noch einmal, eine schnelle Gemüsesuppe nach Mailand. Das heißt, ihr könnt das gerne verfolgen, also das Rezept auf mailand24.de. In der App haben wir es gepostet, wir haben es auch auf Facebook schon gepostet und das kann man auch ganz einfach googeln, das findet ihr schnell. Ich hoffe doch, dass einige heute auch dabei sind, die mit uns zusammen kochen. Falls ja, schreibt es in die Kommentare, da freuen wir uns drauf. Und, dann geht's gleich los. Also, wir schnibbeln gerade die Kohlrabi, kleiner Tipp. Macht die sehr dünn, wenn ihr nicht so lange Zeit habt und das nicht so lange kochen lassen wollt, weil die Kohlrabi dauern immer ziemlich lange, bis sie weiß sind, ansonsten kann man sie so schlecht pürieren. Max, zeigst du mir bei der Frau, ich bin kein... Aber ich oder was? Kein Vorbild beim Schnibbeln. Aber ich, okay, also pass auf, ja, Finger weg, ja, ganz wichtig, keine Finger in der Nähe. Ich mache das nach einer ganz besonderen Methode, die, ich nenne sie die Frauke, Achtung, ich habe Angst vor Messermethode. Ja, also nicht wie Chefköche, jeder, der normalerweise kocht, der würde sich totlachen und wäre schon dreimal mit dieser Kohlrabi fertig, aber dafür mache ich das mit viel Liebe. Das ist sehr interessant zu sehen, wie unterschiedlich wir unsere Kohlrabi anfertigen. Und für diejenigen, die es nicht mehr mitbekommen haben, ich habe schon Öl in den Topf rein, da sind Zwiebeln schon mit dabei und die dünsten wir einmal kurz an. Und dann kommt das Gemüse eins nach dem anderen mit dazu. Wie gesagt, einmal Kohlrabi, dann haben wir heute Karotten mit dabei und eine Zucchini noch. Ja. So, also ich finde, das ist eine schöne kreative Art, Kohlrabi zu schneiden. Jedes Stück ein individuelles Kunstwerk. So. Einmal mit in den Topf. Die Kohlrabi sind fertig. Hopp. So, wie hätten Sie denn gerne die Karotten? Die machen wir alles in Streifen. Ja, also die Zwiebeln, die haben wir schon vorgefertigt. Scheiben. Die haben wir in Stifte kann man auch sagen. Die Zwiebeln haben wir in Würfel geschnitten. Und das restliche Gemüse, das machen wir in Streifen, in Scheiben, wie man es nennen mag, möglichst recht dünn. Das wird nachher dann auch noch püriert, sodass wir dann auch zu einer Suppe kommen. Und so viel dazu. Naja, gut. Ich habe eben den Gabi gefragt, willst du eigentlich, dass wir die Karotten schälen? Und dann sagte der Gabi mir, nö, machen wir nicht, weil sind Bio-Karotten und das Beste ist in der Schale. Genau, das gilt eigentlich fast für jedes Obst, für jedes Gemüse. In der Regel ist es so, dass die meisten Vitamine immer in der Schale vorzufinden sind. Das heißt, klar, so grobe braune Flecken, die schneiden wir mit raus, aber die Schale, die machen wir gar nicht ab, die lassen wir ran und waschen wir einmal ordentlich durch. Na, so gut. Lecker? Ich würde sagen, wir hauen schon mal die Kohlrabi mit dabei. Gleich hier ein bisschen. Ah, doch, du machst das auch. Sehr gut. Mist, habe ich noch was im Mund? So, haben wir denn ein paar Zuschauer? Max, erzähl mal was. Lohnt es sich, dass mein Mikrofon jetzt auch funktioniert? Kann ich leider nicht sagen, aber der Janik kann das sagen. Der Ton ist nicht schlecht. Der Ton ist nicht schlecht, ja. Da ist die Technik dran schuld. Die Frau und ich kann da nichts dafür. Dann müssen wir lauter sprechen. Es ist zu leise. Viel zu laut. Es ist zu laut, ja. Da müssen wir leiser sprechen. Der Janik ist dabei, das Ganze zu regeln. Ich versuche so lange ein bisschen leiser zu reden. Okay, wir versuchen es. Du brauchst mein Mikrofon. Und ganz, ganz leise. Okay. Aber Janik, du musst uns dann vielleicht auch kurz Bescheid sagen, wenn wir wieder normal sprechen dürfen. Ja. So, ich habe ein bisschen Angst, dass das anbrennt. Ja, du darfst auch immer gerne mal rufen. Okay. So, kleiner Tipp noch für alle, die kleine Kinder haben. Da würde ich die Schale von den Karotten schon abmachen, sonst essen sie die wahrscheinlich nicht, weil das ist ja Schale. Kommt mir irgendwie bekannt vor. So, fantastisch. Das sieht schon lecker aus. Sehr gut, sehr gut. Rühren kann ich schon mal. So, was machst du zu Zucchini? Läuft mit dem Ton? Leise laufen. Also du kannst ruhig, teil uns was mit. Ansonsten machen wir einfach so weiter. Also wieder normal, ja? Mein Mikro! Wie machen wir das? Muss ich mich jetzt ausziehen?
Komm mal hier. Tschüss! Oh, das sieht sehr gut aus. Falls die Leute sich fragen, ob das... Vorstellungsrunde bzw. wieder draußen, die Mitglieder, aber auch potenzielle Interessenten, die sollten natürlich so ein bisschen unser Team kennenlernen. Das heißt, ich stelle die morgen wieder ein, zwei Fragen, damit ihr sie näher kennenlernt. Und was mich eigentlich wirklich immer auch sehr persönlich interessiert, Frauke, wie bist du denn auf uns aufmerksam geworden und wann hat das Ganze angefangen? Ich würde ja jetzt gerne was sagen, aber ich habe kein Mikro. Das heißt, ich bin wahrscheinlich jetzt gerade nicht zu hören. Ja, da musst du wahrscheinlich ein bisschen schreien. Hab ich nicht? Meins ist noch da, ne? Gestern ging es gar nicht. Hier in der Mitte liegt eins. In der Mitte liegt noch ein Mikro. Dann rede ich ein bisschen lauter. Ja, wie bin ich auf das Bodybusiness aufmerksam geworden? Also, wir sind nach Bad Kreuznach gezogen, mein Mann und ich. Und ich wollte unbedingt wieder in ein Studio. Und ich bin absoluter Les Mills-Fan. Und da habe ich geguckt, welches Studio hat Les Mills? Und das war das Bodybusiness. Und da bin ich da rein und... Ich habe gesehen, wow, hier ist cool, das war eine schöne Atmosphäre direkt von Anfang an und ich habe mich sofort wohlgefühlt, auch im Gespräch mit dem Andreas und habe gesagt, ja, hier fange ich an und seitdem bin ich da und ich fühle mich cool. Wunderbar. Und ich habe nichts mehr zu schnitteln. So, wollen wir irgendeinen Freiwilligen, der so schnitt? Nein, natürlich nicht. Wir machen heute, ich glaube, das ist das erste Rezept, heute rüber wirklich fleischfrei sind, das heißt heute eine vegetarische Variante, nicht ganz vegan, aber fast, wieso, das erkläre ich später noch. Und wir haben jetzt auch die Zucchini mit dabei, vielleicht einmal noch mal kurz mit in den Topf schwenken. Und dann kann man hier sehr gut das ganze Gemüse erkennen, das wird jetzt weiterhin so ein bisschen angedünstet. In der Zwischenzeit werden wir die Gemüsebrühe fertig machen. Das ist natürlich so der Hauptbestandteil von der Suppe. Das heißt, wir haben klassische Gemüsebrühe hier, natürlich nur die Bio-Variante. Und das Wasser ist fertig gekocht. Das heißt, ich mache das immer gerne so. Ich bringe das Wasser vorerst mal in so eine Nespresso, dann weiß ich genau, wo ich bin. Und füge dann die empfohlene, Max, sag mal was, sind wir bei 750 ml, die sollen rein. Die Zuschauer sollen mal schauen. Ruf mal laut, hier, jetzt! Ja, ganz laut rufen, das ist eine gute Idee. Ich glaube, das passt, oder? So sieht das dann aus. Und dann kommt da, da kommen ungefähr so 3 gehäufte Teelöffel Gemüsebrühe rein. Und dann rühren wir das Ganze gleich erstmal so ein bisschen rum. Um die Dumm. Es lebe die Technik. Ja, wir haben tatsächlich, auch wenn man es nicht glauben mag, wirklich, oh, wir haben jetzt ein gutes Zeichen bekommen, scheinbar sind wir zu hören, wir haben tatsächlich unser Equipment ein bisschen aufgebessert, also wirklich investiert und so einige Kameras mehr, scheinbar haben wir nicht an die Mikrofone gedacht, aber zumindest ist das Bild gut, hoffe ich, und wir sehen noch besser aus als sonst. Na klar. Danke. Ta-ta-ta-ta. So, da rühren wir einmal die Gemüsebrühe um und... Machst du toll, Gabi. Habt ihr gehört? Endlich mal jemand, der mich lobt. Nein. Ich habe natürlich schon ganz, ganz viele E-Mails bekommen. Die Leute schreiben mir mittlerweile bei WhatsApp. Ich weiß gar nicht, wo die meine Nummer her haben. Bei Snapchat, bei Instagram kriege ich Belobigungen, wie toll ich das mache. Und kann ich natürlich nur zustimmen. Vielen, vielen Dank an meine Fans. Liebeserklärungen. Ja. Die Autogrammkarten sind auf dem Weg. So. Jetzt haben wir die Gemüsebrühe zum Gemüse hinzugefügt, das heißt, das lassen wir jetzt einfach so ein bisschen vor sich hin köcheln, rühren das aber dann brauchen wir natürlich nochmal um. Rühre. Und der Max geht nochmal ganz, ganz tief in die Suppe mit rein. In die Suppe. Aber nur in die Suppe. Vor die Suppe nicht reinfallen lassen, bitte, sonst ist das Equipment leider kaputt. Wunderbar. So, das steht auf Vollgas. Vollgas. Deckel drauf. Deckel drauf. So. Und jetzt haben wir einen kurzen Augenblick zum Verschnaufen. Weiß nicht, Frau, hast du eine Idee, was wir so lange machen könnten? Oh ja, ich habe eine sehr gute Idee. Und zwar habe ich mich natürlich auch damit beschäftigt in letzter Zeit, was kann man machen, wenn man zu Hause sitzt und nicht weiß, boah, bin ich jetzt infiziert oder bin ich nicht infiziert, ja, oder wie oder was? Das ist die gängigste Frage aktuell. Das ist im Moment total mies, ja. Und da habe ich im Internet
den Corona-Schnelltest gefunden. Und ich dachte, den machen wir jetzt einfach mal zusammen, du und ich, Gabi. Wer Lust hat, kann den mitmachen. Und zwar... Jetzt bin ich aber gespannt. Und zwar mit Hilfe von Rotwein. Das sieht gut aus. Warum mit Rotwein? Ja, weil, wenn man Corona hat, ist ja der Geruchssinn und der Geschmackssinn beeinträchtigt. Ja, man riecht nichts mehr, man kann nichts mehr schmecken. Und da empfiehlt sich natürlich ein guter Rotwein. Ja. Da sage ich nicht nein. Na, da schluck mal an, ne? Für die Zuschauer, die jetzt natürlich die Kamera nicht sehen können, der Max ist schon am Zappeln, der hätte auch gern was davon. Ich verspreche dir, nachher kriegst du auch einen Schluck ab. Also wir probieren das mit einem kleinen Schluck, ne? So ein kleiner okay. Schluck. Empfehlung natürlich immer nicht mehr als reingeht, ne? So sieht das aus. So, jetzt vor, wir hören das mal. Also als erstes. Mit Abstand. Ping! Einmal dran riechen. Dran riechen, okay. Oh ja, der riecht. Das ist auf jeden Fall. Der riecht fantastisch. Was? Ja, also das klappt schon mal. So, und jetzt probieren wir mal einen kleinen Schluck. Ja, ja, okay. Da war es aber schnell. Also, geschmeckt hat man den auch richtig gut. Gerochen, es hat geschmeckt. Ja, also. Wir sind auf einem guten Weg, würde ich sagen. Ja, gut, dann. Kann man da was davon? Ja, das ist ganz gut, das halten wir uns jetzt mal für später noch hin. Aber weißt du, das könnte auch einfach dran liegen, dass wir einfach so einen erlesenen Geschmackssinn haben, ne? So, und deswegen habe ich jetzt noch einen Beta-Test mitgebracht. Sicher ist sicher, würde ich meinen. Sicher ist sicher. Und zwar probieren wir das jetzt mal mit Schnaps. So. Okay. Puh. Ja, also ich kann es schon mal riechen. Also, du kriegst mal einen Schluck. Wir müssen mal gucken, dass die Suppe nicht anbrennt. Und ich krieg auch mal einen kleinen Schluck. Das ist ein gut gemeinter Schluck für so ein Schnäppchen. Jetzt riech mal dran. Riechst du es auch? Um Gottes Willen. Wo hast du denn den ausgegraben? Aus dem Keller. Okay, dann probier mal einen kleinen Schluck. Kleinen Schluck. Prost. Ja, also, geschmeckt haben sie auch. Du auch? Ja, sehr gut. Also, muss man sagen, wir haben kein Corona. Aber weißt du, was das Problem ist? Erzähl mir. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt Marille war oder vielleicht Kirschwasser. Deswegen probieren wir es nochmal. Willst du auch nochmal probieren? Ein ergeben, aber dann... Probierst du noch? Und ich auch. Ich rieche. Da hat Schnaps gefehlt. So. Jetzt wollen wir mal gucken, dass Warte. Also ich habe es geschmeckt. Es ist Marille. Also, das heißt, wir sind alle zwei Pudelarsch gesund. So. Wunderbar. Und das ist was kann wirklich jeder machen zu Hause. Kann ich nur empfehlen. Eine Teststation aufbauen. Ne? Kann man jetzt halt wiederholen. Und dann geht es uns gut. Ne? So. Richtig zu Hause. So. Wir dürfen die Suppe nicht vergessen, die brennt an. Wir müssen den Schnaps weg, bevor es hier hochgeht. So, das sieht sehr gut aus. Man kann langsam erkennen, dass das eine Suppe werden soll. Was dafür natürlich fehlt, ist der Pürierstab. Wir wollen das Ganze natürlich ein bisschen breiig formen. Das heißt, wir werden die schweren Geschütze rausholen und ich lege einfach mal los. Haben wir eine Frage? Kurz vielleicht noch gar nichts? Wir wollten vielleicht kurz noch aufklären, ja. Was unser Corona-Test war natürlich nur gespielt. Und Action. Oh, Action.
Das kleine Beweisfoto. Und hier kommt die Auflösung zu unserem Corona-Schnelltest. Natürlich war das kein echter Alkohol. Wie ihr seht, ausgespülte leere Flaschen. Und ich befülle sie jetzt einmal mit Traubensaft. Ich versuche zumindest. Oh oh, es geht schon schief. Eine ruhige Hand war noch nie meine Stärke, aber ich schaffe es. Schön voll, riecht auch lecker. Riecht fast so gut wie Wein. So. Und ausgespült, wie gesagt, einmal Wasser. Und das ist der ganze Trick. Also keine Angst, wir mutieren hier nicht zu Alkoholikern. Das ist alles nur Spaß. Wir müssen uns zurück. Also war nur Spaß, ja. Es war natürlich nur Spaß. Wir sind jetzt wieder ganz normal. Und ja, machen einfach weiter im Programm. Das heißt, was jetzt der nächste Schritt ist, wir werden so ein bisschen Gemüse aus dem Topf nehmen. Und das kommt dann später wieder hinzu. Das heißt, die Flüssigkeit, die bleibt im Topf. Und das Gemüse kommt zu einem kleinen Teil, ungefähr so ein Drittel kann man sagen, raus. Und als nächstes kommt, wie ich schon erwähnt habe, der Pürierstab zum Einsatz. Das heißt, es wird kurz laut. Vielleicht in der Zeit tanzt die Frau ein bisschen dazu oder so. Und macht das, was sie gut kann, nämlich gute Laune verbreiten. Okay, ich versuch's mal. Go, Gabi! Go, Gabi! Go, Gabi! Go, Gabi! Ja! Ja, du schaffst das, Gabi! Oh, das sieht richtig gut aus. Das sieht echt gut aus, hör mal. Wir haben das 4 oder 5 Mal geprobt und das funktioniert auch nicht so gut beim ersten Mal und nicht beim zweiten Mal, beim dritten Mal so gut schaffen, wenn man das öfters macht. Und natürlich ist auch ein bisschen Talent mit dabei. Ja, also ein bisschen Talent, ein bisschen mehr, ne, Gabi? Bei dem einen ein bisschen mehr, bei dem anderen ein bisschen weniger. Deswegen darf ich jetzt nicht probieren. Nein, du darfst, sollen wir die Frau auch mal probieren lassen? Gib mir den Pürier. Ich hab Angst. Ich hab schon mit dem Messer angefangen. Das reicht. Nehmen das auch mal vorne. Okay, das, okay, damit okay, es auch einmal gespürt hast. Yeah, baby! Rühren, rühren. Guck mal, da kann man gleichzeitig, kann man da sogar ein bisschen Sport dabei machen. Ja, ein bisschen Knie beugen. Achte drauf, Knie, Füße, eine Linie, Rücken gerade. Po geht nach hinten. Atmen und lächeln. Aber ich kann trotzdem nicht pürieren, bei mir wird das nämlich nicht kleiner. Aber mach nicht. Hopp, noch mal Spaß. 2, 3 und 4. Ja, ich weiß, ich hab's. Ich glaube, das reicht langsam. Nein, ich hab jetzt gerade Spaß dran. Okay, also du sagst, das reicht? Ja, das muss reichen. Da sind aber noch Brocken drin. Siehst du, das ist noch ein bisschen. Mit einem kleinen Kind darfst du keine Brocken mehr in der Suppe haben. Die sind doch alle erwachsen heute Abend. Achso. Ja, deswegen, ich bin da nur so ein bisschen. Also, falls ihr die Zuschauer gerne auch wieder probieren möchtet, seid ihr natürlich eingeladen, kommt einfach noch vorbei. Die letzten Wochen war schnell immer alles ausverkauft. Aber wir hoffen, ja, ich sag mal so, solange der Vorrat reicht und lasst die kleinen Kinder lieber zu Hause, weil. Nicht nur wegen dem Wasser, was ich reingeschüttet habe, Spaß, sondern vor allem wegen den großen Brocken, wie es die Frau erzählt hat. Und was jetzt hinzukommt, als nächste Zutat ist der Frischkäse, natürlich auch wieder Biokost. Und ich habe da so einen ganz normalen Kräuterfrischkäse besorgt. Den finde ich da am optimalsten für. Der gibt auch nochmal so ein bisschen Geschmack. Und brauchst du beide? Genau, du kannst das auch gerade mal aufmachen. Ja. Im Rezept stehen ungefähr 200 Gramm. Wir haben jetzt hier 175, das heißt, wir nehmen da die Hälfte, dann haben wir 250 Gramm, dann haben wir auch eine ordentliche Geschmacksträger noch dabei, dafür sorgt der Frischkäse vor allem. Siehst du, in einem hacken wir das raus, wenn man das öfters, nein, wenn man das Talent hat. Frauke? Yes. Machen wir auch vielleicht die Hälfte mit dabei. Uh-oh. Es ist noch der Roh. Und als Nachtisch, nee, soll man natürlich nicht haben. Nein, der klopft. So, wie kriegst du das da von dem Löffel ab? So,
Ja, mit Gewalt. Ein bisschen schicken, der Topf gehört ja nicht uns. Und rühren. Liebe Grüße an Andreas. Danke für den Topf. Warum schaut er jetzt nicht zu? Nee. Ich weiß, die Zahlen steigen ja jede Woche und es spricht sich immer mehr rum. Und ich kann mir gut vorstellen, dass, dass das Ganze hier Potenzial hat. Das sieht gut aus. Das riecht schon wieder cool. Wenn ihr das jede Woche das gleiche, es riecht so toll und man kann es nicht durch die Kamera schicken, ja? Ja, leider noch nicht. So, auch trotz des neuen Equipments noch nicht möglich. Oh, wie gut. Falls die Zuschauer jetzt oder auch an diejenigen, die sich das im Nachgang noch mal anschauen, falls euch interessiert, wozu oder wofür so eine, also eine schnelle Gemüsesuppe gut ist, das ist eine optimale Mahlzeit so gegen Abend. Und das heißt, wir haben eigentlich kaum Kohlenhydrate dabei, ein bisschen was in Frischkäse, in die Kohlenhydrate im Gemüse, außer vielleicht in den Karotten, die kann man eigentlich vernachlässigen. Zucchini und Kohlrabi hat eigentlich keine Kohlenhydrate. Das heißt, auch im Endeffekt nicht nur wenig Kohlenhydrate, sondern auch sehr kalorienarm. Für diejenigen natürlich, die Muskulatur aufbauen, aber auch ihre Muskulatur behalten wollen, vor allem jetzt in der Zeit, wo die Studios geschlossen sind, da ist es natürlich empfehlen, hierzu noch eine ordentliche Portion Eiweiß extra hinzuzufügen oder eben extra als Nahrungsergänzungsmittel, wie zum Beispiel so ein Eiweißshake und Proteinshake, weil hier natürlich auch an Protein eher, ja, sag ich mal, gespart worden ist. Ja? Und deswegen achtet dran drauf, dass ihr jeden Tag auf euren Eiweißhaushalt kommt. Wir empfehlen mindestens mal 1 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht am Tag. Und das gilt auch für die Mädels? Das gilt auch für die Mädels. Vor allem bei den Frauen sehr, sehr wichtig, weil die speziell, oder so zeigt es die Erfahrung, auch durch viele Messungen, die wir hier, zumindest wenn wir geöffnet haben, tagtäglich machen, dass die Frauen oft zu wenig Muskulatur, sagen wir so, die verlieren schneller Muskulatur, obwohl sie trainieren, weil eben das Eiweiß fehlt, weil wir Männer in der Regel mehr Fleisch essen, ja, und die Frauen eben weniger Fleisch hat, viel Eiweiß, und das ist dann irgendwo dann der Grund dafür, ja. Und deswegen, wir haben ja viele Mädels haben auch einfach Angst vor Muskeln. Dazu kann ich nur sagen, Leute, keine Angst vor Muskulatur. Der Muskel ist das Wichtigste, ja, ist der Motor. Und je größer der Motor, desto höher der Verbrauch. Ganz auch einfach, wie beim Auto, ne? So, das heißt, wenn wir Kalorien verbrennen wollen, brauchen wir mehr Muskeln. Bam. So. Ich hätte es besser ausdrücken können. Sehr gut, perfekt. Immer wieder gern. Danke. Ansonsten an die Regie, haben wir bis jetzt Fragen oder noch gar nichts? Keiner. Gar nichts mit dabei, ist auch okay, wir machen auch Alleinunterhaltung. Und lassen hier die Kamera nochmal unter die Haube schauen. Das ist lecker. Und das lassen wir noch kurz ein bisschen ziehen, aber das sieht schon sehr, sehr vernünftig aus. Sieht schon aus wie eine Suppe, ja. Vielleicht noch eine Frage so für die Frauke. Ich weiß nicht, du bist ja immer super, super gut gelaunt, immer auf Achse. Du stellst dir Sachen mit uns an manchmal. Die will ich gar nicht mehr da ausführen. Was muss man da regelmäßig nehmen? Was ist der Geheimtipp, dass man genau so wird? Oder sind das einfach regelmäßige Corona-Tests? Ich weiß nicht, ich immer was davon. Ja, die Corona-Tests mache ich in der Regel eher wenig bis gar nicht. Okay, da bin ich beruhigt. Ja, ich glaube, ich bin einfach so. Also, ja. Ich war schon immer so, ja, meine Eltern. Ich glaube, die gucken auch. Ja, klar, doch nicht so, ich habe nichts heute. Meine Eltern hatten da auch immer schon ihren Spaß mit, sag ich mal, ja. Den war es mit Sicherheit auch nicht langweilig, oder? Nee, ich glaube auch nicht. Ja. Mein Vater hat immer gesagt, ey, die geht mit dem Teufel vor die Haustür. Ja, also keine Ahnung, ich weiß, ich bin halt so. Und außerdem macht es viel mehr Spaß, gut gelaunt zu sein, als schlecht gelaunt zu sein. Das sehe ich hundertprozentig genauso, deswegen, ja. Und immer positiv. Ja, und man darf sich selbst nicht zu ernst nehmen. Ich glaube, das ist das Rezept. Ja, das ist ein guter Tipp. Das nehme ich mir auch mit ans Herz. Und während die Frauke das so uns total erzählt hat und diesen Tipp mit auf den Weg gegeben hat, habe ich noch ein bisschen Gewürz rangebracht, das heißt ein bisschen Salz. Das sollte wie jede Woche nicht fehlen. Und natürlich in gewissen Maßen. Genauso der Pfeffer. Und da müssen wir von hinten, da kommt da gar nichts bei rum. Von hinten, ja? Ja. Da freut sich der Christoph. Nein, nein, hat nichts gesagt. Nein. Nichts gesagt. Alles klar. Ich will niemals irgendwas sagen. Dann kommt nochmal das restliche Gemüse mit hinzu. Ja, das ist natürlich dann immer Geschmackssache auch so ein bisschen. Für diejenigen, die dann weniger
viel von diesen Stückchen mit dabei haben wollen, die pürieren das eben mit. Ich bin jemand, der, ja, der kaut gerne nochmal auf was Festen rum. Frau, wie sieht's bei dir aus? Ja, das kommt drauf an. In der Suppe mag ich tatsächlich gerne, wenn es wirklich nur Suppe ist, aber... Alles klar, passt. Und dann würde ich vorschlagen, so, wir schauen, wir zeigen den Zuschauern nochmal, wie das Ganze dann auf dem Teller fertig aussieht. Vielleicht noch ein bisschen was von der Petersilie, weil ich... Bei mir sieht das nämlich sonst aus, dass der ganze Topf damit im Topf landet. Und so, das ist ja, glaube ich, kontraproduktiv. Da haben wir ein bisschen... Toll. Damit das auch nachher schön aussieht. Ja, das schmeckt dann nicht nur gut, das sieht dann nachher auch gut aus. Warte mal, jetzt haben wir doch hier irgendwo einen Teller vorbereitet. Ja, den Teller kennen die Leute schon. Und irgendwo auch eine Kelle, perfekt. Dann nochmal einmal kurz im Kreis getreten und mal in die andere Richtung. Links, einmal rechts und ja, das ist, zwei Fälle. Das gibt die gewisse Note. So, dann füllen wir das hier einmal ein. Also die Suppe in den Teller. Die Suppe in den Teller. So, warum machen wir das jetzt hier? Hier sieht es aus, wie der Werden da gekocht. Hey, Achtung. Bei mir sieht es eigentlich ganz okay aus. Nochmal, du bist jetzt vielleicht die Kamera nochmal ein bisschen auf Abstand, dass man sieht, wie ich das hier mache. Kann mir die andere Kamera nochmal kurz? Passt? Oh. Bam, 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 bam. So, jetzt noch mal die andere Kamera, bitte. Ja, du sollst das Essen filmen. Ich weiß, ich sehe auch gut aus. Das ist dann das Endprodukt. Und für diejenigen, die sich jetzt fragen, wie hat er das wieder geschafft, geht er einfach auf den Repeat-Button und schaut das Ganze nochmal an. Ja? Und ansonsten, Frau, wolltest du noch irgendwas den Leuten mit auf den Weg geben oder einfach nur mal brav und nett in die Kamera lächeln? Brav und nett, das sind zwei Sachen, die bei mir relativ schwierig sind. Also, ja, ich würde sagen, ich glaube, der Yannick will was von dir, Max. Unsere Kamera. Jetzt sind wir wieder da drüben. Ja, total. Also, ihr Lieben, lasst euch schmecken. Es wird auf jeden Fall super lecker. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ja, Wasser schon im Munde zusammengelaufen. Ich esse aus dem Topf. Du isst den Topf, ja. Wir machen das wie Obelix, ne? In drei Teile. Jeder kriegt so ein Schüsselchen und du den Rest. Oder? So. Da bin ich dabei. So der Plan. Also, wie gesagt, falls es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns einen Daumen hochschickt. Ja, ihr dürft uns auch gerne Kommentare noch schreiben. Wir freuen uns über Feedback. Auch wenn euch was nicht gefallen hat, natürlich immer gerne. Und nee, das gibt es bei meiner Show nicht. Achso, bei dir gibt es das nicht. Ja. So konstruktive Kritik. Wird direkt gelöscht. Also bei uns ja, aber ne. So, ansonsten sehen wir uns morgen wieder zur nächsten Live-Session mit dem Chris und dem Max. Und am Donnerstag spätestens wieder bei mir. Da gibt es wieder Sport. Neues vom Sport. Okay. Da freuen wir uns jetzt schon drauf, ja. Jetzt hat die Frau mir wieder den Text geglaubt. Irgendwie letzte Woche, Mensch. Darüber müssen wir nachher nochmal herzlich Deutsch miteinander reden. Alles gut. Hast du sehr gut gesagt. Ich kann mich auch an dieser Stelle verabschieden. Und schon mal vorab wünsche ich euch einen sehr tollen Dezember, dass ihr so gut es geht, dann auch schöne Weihnachten feiert mit euren Liebsten. Und dann würde ich vorschlagen, so zum Abschied nochmal einmal kurz ein bisschen gute Laune und Action. Perfekt, das sieht gut aus. Alles klar. Dann bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Auch wieder entspannt und wir sehen uns dann wieder nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ach, da drüben. Ciao. Gut. Oh, mein Mikrofon.